Oh, grüß Gott und hallo, liebe Freunde. Endlich wieder zu Hause nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt. Aber ich kann euch beruhigen, nichts Tragisches, nur Kontrolle. Und heute wieder mit dem Jägermeister am Trip. Da ja das letzte Mal der Bräutigam unterwegs war. Und bei mir alle drei so regelmäßig zum gleichen Einsatz kommen. Jägermeister 5,7 Kilo Fusion Pro, wie alle. Und dann zwar auch. Und bestückt mit Pitbull Rock Crawler. Und wunderschönen Spezialfelten, wie ihr sehen könnt. Und natürlich umgebaut als Pickup Truck. Also der sieht schon richtig cool aus. Ist zwar ein bisschen dreckig heute, aber das macht nichts, das darf er sein. So für zwischendurch. Immer wieder gerne zu sehen. Ja, und lieber Christian, alleine für dich, wenn du jetzt zuschaust und mir da einiges gefragt hast, alleine den Motor betreffend, du siehst, wie feinfühlig man damit fahren kann. Also nicht deine Spuren im Sand, sondern
deine Spuren im Gras. Da, lieber Christian, schau mal, wie gefühlvoll, dass sich der Fusion Pro 2.3 KV fahren lässt. Ja, wie gesagt, natürlich, ich habe drei gleiche Autos, besser gesagt drei gleiche Automarken, aber jeder von den drei ist individuell anders und nicht alle gleich. Das brauche ich nicht. Das heißt, jedes Auto hat ein anderes Gewicht, hat eine andere Bereifung. Leider sieht das halt keine Pro-Lines, die ich sonst normal habe. Aber es muss halt ab und zu was anderes sein. Fertig. Mit dem Pro-Line macht es halt problemlos, indem du schön langsam gezielt durchauf erfährst. Und das ist aber überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Oh, der Reifen ist normal eher für Erde gedacht. Für erdiges Terrain und nicht unbedingt für Stein. Darum eben auch unterschiedliche Räder und Bereifungen. So, und jetzt zeige ich euch einmal ganz gut, was es bedeutet, wenn man bergab die Sperren nicht einschaltet. Bitte auf die rechten, in Fahrtrichtung gesehen, Räder achten. Seht ihr? Die Räder beginnen sich zum Zurückdrehen. Das heißt, man hat dann auf den Grip-Rädern, auf der linken Seite, keinen Grip mehr. Das heißt, keine Motorbremse. Und aufgrund dessen beim Bergabfahren Sperren unbedingt einschalten. Aber halt auf der anderen Seite auch gezielt, weil immer darf man es auch nicht einschalten. Aber wenn eine holprige Bergabstrecke ist, dann unbedingt zumindest an der Hinterachse die Sperre einschalten.